Deutschland im Energiepreisschock. Die Heizkosten gehen bei vielen in diesem Frühjahr durch die Decke. 40% teuer. Oh, leider. Nein. Jetzt habe ich schon alles abgedreht. Ja, irgendwo müssen wir heizen. Und es ist eine Ware, die wir schon seit vielen Jahren benutzen. Na, ich, mit dem Doppelten rechne ich denn. Es ist kalt und wir brauchen Wärme. Tatsächlich haben sich die Kosten fürs Heizen mit Erdgas im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ungefähr verdoppelt. Das trifft nicht nur Deutschland. Weltweit ist Gas teurer geworden. Die Gründe, warum das Gas jetzt so teuer geworden ist, liegen im Prinzip einmal in der Erholung von der Pandemie, also gesteigerter Wirtschaftsleistung, gesteigerter Nachfrage. Zum anderen nicht in gleichem Maße gestiegenem Angebot, unter anderem aus Russland. Das ist aber auch, wenn es beim Kunden quasi ankommt, durchaus ein gestiegener CO2-Preis. Und es sind teilweise aber auch, es ist zu Lieferengpässen gekommen aufgrund von lokalen Schwierigkeiten. Das können Naturkatastrophen gewesen sein. Also es ist quasi, man würde es nicht als Perfect Storm bezeichnen, aber es ist eine ganze Menge Dinge, die gleichzeitig zusammengekommen sind. Und das zur Unzeit. Schließlich setzt die neue Regierung in Deutschland gerade voll auf Gas. In nicht einmal 25 Jahren soll Deutschland klimaneutral sein. Dafür werden wir den größten Umbau unserer Wirtschaft seit mehr als 100 Jahren voranbringen. Aber wir müssen realistisch sein. Wir werden Übergangs- und Zwischentechnologien brauchen. Insbesondere Erdgas wird eine Rolle spielen. Unsere klare Ansage, es braucht Gas für eine Brücke. Aber alle Technologie, die jetzt neu gebaut wird, die muss wasserstoff-ready sein. Diese Zukunft soll zum Beispiel hier entstehen. Direkt am Neckar in Heilbronn produziert die ENBW Strom und Wärme, derzeit noch aus Steinkohle. Das Werk ist wichtig für die Versorgungssicherheit, nicht nur der Großstadt Heilbronn, sondern auch der Industrie. Der nahegelegene Audi-Standort etwa wird direkt von hier versorgt. In 4 Jahren soll hier mit Kohle Schluss sein. Dann soll ein modernes Kraftwerk Gas verbrennen. Gut fürs Klima? Die örtliche Bürgerinitiative Energiewende Heilbronn hat Zweifel. Wenn jetzt hier ein neues fossiles Gaskraftwerk gebaut wird, dann ist die Investition auf viele Jahrzehnte ja festgeschrieben. Man baut ja jetzt kein Kraftwerk, das dann 5 Jahre läuft, sondern es wird viele Jahrzehnte laufen, so wie die alten Blöcke ja auch seit vielen Jahrzehnten hier Strom produzieren. ENBW plant hier in Heilbronn mit fossiler Technik von gestern die Klimakrise von morgen. Wie hoch die Emissionen sein könnten, hat ein Gutachten für die Gemeinde berechnet. 1,5 Millionen Tonnen im Jahr, inklusive Lieferketten und wenn das Kraftwerk so läuft, wie von der ENBW erwartet. Im Vergleich zu den Kohlemeilern eine Halbierung, aber... Auch auf unsere Nachfrage hin wollte uns die ENBW nicht sagen, wo das Erdgas herkommen wird. Und die Methanemissionen passieren eben irgendwo auf dem langen Weg des Erdgases nach Heilbronn. Selbst wenn die ENBW hier die Emissionen halbiert, wir können ja nicht nur den halben Weg gehen, wir müssen auf Null Emissionen kommen. Und mit einem Gaskraftwerk kann man nicht auf Null Emissionen kommen. Was Knoll meint, hat die Deutsche Umwelthilfe vor kurzem mit einer Spezialkamera dokumentiert. An einer Verdichterstation für Erdgas entweicht viel Methan. Lila-rot ist es deswegen, weil wir es sichtbar gemacht haben. Methan ist unsichtbar, ist ein unsichtbares Gas, aber es gibt Spezialkameras, die das infrarote Licht umwandeln eben in sichtbares Licht. Und das wird farbig dargestellt und dann sieht man eben diese Methanwolken, die hier an undichten Stellen, da haben wir leider eine Menge gefunden, austreten. Methan ist ein Klimagas, mehr als 80 Mal so schädlich wie CO2. Bis es in der Atmosphäre abgebaut wird, vergehen mehr als 10 Jahre. Wir haben dann natürlich die Betreiberfirma Gascade darauf hingewiesen, dass es diese Leckagen gibt und dass es diese Leckagen gab über 8 Monate, ohne dass man sich darum gekümmert hat. Und haben dann gefragt, wie viel Methan war das? Und nach Auskunft der Betreiber 3000 Tonnen, umgerechnet auf das Treibhausgas CO2. Wenn man sich das mal vorstellen soll, sind das 1000 Transatlantikflüge, also volle Flugzeuge, die nach New York hin und zurück fliegen. Nur an einer einzigen Verdichterstation. Über ganz Deutschland hinweg hat die Umwelthilfe Erdgasanlagen und Leitungen untersucht. Überall Leckagen. Wie viel Methan so entweicht, dazu gibt es keine Daten.
Wir wissen aber durch Vergleichsdaten aus den USA, dass die Methanemissionen aus solchen Anlagen, wenn man mal ordentlich misst, um 60% höher sind als das, was man früher angenommen hat. Deswegen kann man ganz schwer sagen, ob Erdgas wirklich günstiger ist in der Gesamtbilanz als Kohle. Mindestens genauso ärgert Knoll, dass die ENBW das Kraftwerk quasi geschenkt bekommt. Das ist möglich durch eine Sonderregel im deutschen Kohleausstiegsgesetz, dem Kohleersatzbonus. Den gibt es für Kraft-Wärme-Kopplungswerke, die von Gas auf Kohle umsteigen. 30 Millionen Euro pauschal plus noch einmal bis zu 870 Millionen Euro für die ersten 30.000 Vollbenutzungsstunden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es eine grandiose Investition für die ENBW. Alles, was Geld ENBW hier ausgibt, plus eine großzügige Rendite, bezahlt der Steuerzahler und bezahlt der Stromverbraucher. Alles über garantierte Vergütungen, über einen Kohleersatzbonus, der direkt bei Inbetriebnahme bezahlt wird. Das ist unfassbar, wie viel Geld hier an Subventionen in diese fossile Technik investiert wird. Ein Interview lehnt die ENBW ab. Erklärt aber schriftlich, Erdgas sei nur für eine Übergangszeit als Brennstoff vorgesehen. Das endgültige Ziel der Umstellung auf 100% Wasserstoff in den 2030er Jahren ist bereits heute technisch und wirtschaftlich in den Planungen der Gas- und Dampfanlage berücksichtigt. Immerhin, in Heilbronn soll nicht nur Strom, sondern auch Wärme produziert werden. In dieser Kombination könnte das Projekt auch Vorteile haben. Grundsätzlich kann es Sinn machen, wenn man es perspektivisch nutzt für Projekte, die tatsächlich in der Industrie, wo auch Wärme hergestellt wird, Industrieabwärme, damit genutzt werden kann oder grüner Wasserstoff. Wasserstoff. Die große Hoffnung für alle Bereiche, die viel Energie verbrauchen. Die Luftfahrt, die Chemie oder die Stahlindustrie. Ob bis dahin genügend da ist, ist ungewiss. Der Wasserstoff muss erstmal produziert werden. Wir brauchen eine Infrastruktur dafür. Wir reden seit den 80er Jahren von Wasserstoff und haben ihn immer noch nicht. Also so schnell geht das Ganze nicht. Ohnehin ist die Beimischung reine Verschwendung. Wasserstoff ist kostbar, er ist teuer, er muss hergestellt werden und er sollte nur da zum Einsatz kommen, wo es gar keine technische Alternative gibt, wo man vor allen Dingen nicht den Ökostrom direkt nutzen kann. Und das ist in der Industrie der Fall und weniger in fossilen Gaskraftwerken. Rückenwind bekommt die Branche dennoch aus Brüssel. Gerade erst hat die EU-Kommission erklärt, Investitionen in Gaskraftwerke sollen unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig oder grün gelabelt werden. Das soll die Projekte attraktiv für Investoren machen. Erstmal ist Erdgas natürlich keine grüne und nachhaltige Technologie, genauso wenig wie Atomkraft. Und deswegen sollte man sie jetzt auch nicht mit einem Öko-Label versehen. Es mag schon sein, dass wir weiter Erdgas brauchen für einen Übergangszeitraum, aber es muss doch klar sein, das ist auch eine fossile Energie und letztendlich müssen wir da raus. Es ist nicht dasselbe wie Sonne, Wind, andere erneuerbare Energien. Je nach Szenario sollen in Deutschland in den kommenden Jahren bis zu 40 neue Gaskraftwerke entstehen. Die damit verbundenen Emissionen schätzt die Deutsche Umwelthilfe auf bis zu 500 Millionen Tonnen im Jahr. Ja, es ist ein gigantisches finanzielles Risiko, was wir kennen aus dem Kohleausstieg. Am Ende müssen wir ihn dann auch noch teuer entschädigen. Aber da haben wir eine genau die gleiche Phase hinter uns gehabt, wo man eben zugebaut hat und gesagt hat, man braucht es jetzt. Und dann am Ende wird es nur noch teurer. Denn nach dem Atom- und Kohleausstieg kommt der Gasausstieg. Dazu hat Deutschland sich verpflichtet, um die Klimaziele zu erreichen.